Die Unternehmen des Tiroler Raftingverbandes luden zu einem großen Informationsfest nach Haiming ein. Präsentiert wurde dort alles Wissenswerte zum Thema Rafting und Tourismus. Insbesondere beleuchteten die Veranstalter das Kraftwerksprojekt im Timing der TIWAG aus der Perspektive der unmittelbar Betroffenen. Ja, hier in Haiming in Magerbach findet heute das erste Infest vom Tiroler Raftingverband statt. Es ist, wenn man so will, ein Startschuss der Initiative gegen dieses geplante Innkraftwerk für Imst nach Haiming. Das Kraftwerk ist so geplant, dass in Imst, und zwar im Bereich oberhalb des Klärwerks, also Ende Ruppener Tunnel, wenn man da auf Ötzterlauchen fährt, das Wasser abgeleitet wird durch ein großes Rohr, einmal längs durch den Tschirgand bis nach Haiming befördert wird. Und unterhalb von Haiming, da wo die Apfelplantagen sind, gibt es dann ein riesengroßes Kraftwerk mit einem Ausgleichsbecken und da fließt es wieder in den Inn hinein. Ja, uns Raftern würde da wirklich sprichwörtlich und wortwörtlich das Wasser abgegraben. Denn die Restwassermenge, die uns da die TIWAG zur Verfügung stellt, macht den Raftingsport nur noch sehr begrenzt möglich. Und dadurch würde der Raftingsport und daraus resultierend ja die ganzen Übernachtungen hier in der Region, die ganze Wertschöpfungskette würde so zusammenbrechen und der Tourismus in der Form, wie er jetzt in den letzten 3 Jahrzehnten aufgebaut worden ist, so nicht mehr stattfinden. Also wenn man das so sehen kann, durch unseren Inn hier, was wir haben, der wasserreich ist, oder die Ötzerlache, die Sanna, seien das die wasserreichsten Flüsse hin in Tiroler Alpen. Das wiederum gibt uns eine Wertschöpfung, die was einzigartig in Europa ist. Wie gesagt, das Rafting existiert schon über 30 Jahre und hat sich jetzt etabliert und man kann hier von einem nachhaltigen Tourismus sprechen. Das Tiroler Oberland, von Haiming aufwärts, mit dem vorderen Ötztal, mit Imst bis auf und nach Landeck, da ist es Rafting und damit einhergehend auch das Canyoning, das Wandern, weil die Leute bleiben eine Woche lang im Sommer dann da, machen ja verschiedene Aktionen. Da sind zig hunderte Arbeitsplätze sind da betroffen, die ganze Wertschöpfungskette, weil wir reden da vom Bäcker, wir reden da vom Supermarkt, wir reden da vom Metzger, das betrifft ja wirklich alle Bereiche dann und die würde massiv darunter leiden. Ich meine, wir reden da von einer Wertschöpfungskette von gut 40 Millionen Euro und jetzt bitte nicht erschrecken, das ist nicht das, was wir bekommen, sondern wo jeder Betrieb davon profitiert, weil ja die Gäste für die Übernachtung was zahlen und so weiter und so fort. Und das wäre, wenn es so kommt, wie es geplant ist von der TIWAG, alles Geschichte.